Wenn man sonst nichts zu tun hat, einfach Maurer spielen. Die vorletzte Geschichte. The gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Klingt nach Spaß und Spannung und Schokolade. Keine Schokolade mehr im Haus. Keine Kekse. Das ist bedauerlich. Ragnarök ist Wirklichkeit geworden. Warum habe ich denn da zwei Löcher? Achso, das eine ist, um die eine Tür zu öffnen. Mein persönliches Ragnarök. Wenn keine Kekse mehr im Haus sind. Ja. True Story. Ich weiß, wie Senua sich fühlt. Keine Kekse im Haus zu haben, ist halt schon echt ätzend. Ach, ich könnte Kekse backen. Nee, ich habe keine Butter. Ich habe noch nicht mal Margarine. Verdammt. Okay. Wir können aber auch noch weiter hoch. Warum können wir denn weiter hoch? Wahrscheinlich sollen wir jetzt wieder Runen entdecken oder so. Wieso wusste ich, dass sowas kommt? Weil es ein großer, runder Raum ist, ja? Da ist ja was auf dem Kopf. Sieht nicht gut aus. Genau da. Nichts da. Oh, verdammt. Hat mich voll erwischt. Oh Gott, da sind zwei. Willst du mich verarschen? Kacke. Ist auch nichts mehr blocken hier. Oh Gott. Oh, Kacke. Okay, wir haben nur noch einen. Halb zu wild. Jetzt habe ich es auch raus mit dem Kämpfen hier so ein bisschen. Ach, die Fend. Am Arsch. Shit. Oh nein, ich hasse Schildtypen. Ich hasse sie wirklich. Erledigen, bevor er noch Eier legt oder keine Ahnung, richtig ätzend wird. Und da kommt noch der Vieh an. Hallo, ich will mich immer um die Schildtypen kümmern. Ich darf nicht. Was? Ich glaube, es hackt. So. Der ist hinüber. Und es kommt noch mehr. Läuft. Jetzt so zum Ende des Spiels dann habe ich das Kampfsystem noch mehr drauf als vorher. Also vorher hatte ich es gar nicht drauf, jetzt so ein bisschen. Okay. Jetzt haben wir hier eine Kette. Ach nö, ne? Darüber sollen wir balancieren. Und was sollen wir damit? Achso, da sollten wir einfach nur das fehlende Brückenteil fokussieren. Ich dachte schon, was kommt jetzt? Gut, jetzt ist aber immer noch so die Frage, was haben wir in der höheren Etage? Falls wir da wirklich irgendwie hinkommen. Beine. Da haben wir die letzte Story. Über Ragnarök.
at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Da sind meine Flammen. Senua, prepare yourself for Ragnarok. Or it is nigh. Ja, bin ich mal gespannt. Egal, wir begeben uns jetzt zur Brücke. Und überqueren diese auch endlich. Hoffe ich. Nicht, dass mir hier noch was im Weg ist, aber ich denke nicht. Na, ja, natürlich. Kacke, nicht so. Mist. Verdammt. Nicht so. Zwei Schildpeppos. Ich glaube, es hackt. Komm. Nicht so. Nicht so. Nee, lassen das. Ist nicht gut. So ist besser. So ist noch besser. Er blockt einfach auch alles ab, ne? Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Okay. Jetzt bin ich gerade wieder voll drin. Und zwei Schildpeppus. Ich hasse Schildpeppus. Brauche ich nicht. Habe ich einen schon umgehauen? Das wäre super. Ich glaube nicht unbedingt. Da kommt noch hier so ein Henkersmann. Okay, jetzt haben wir ihn. Und jetzt kommen zwei Henkersmänner. Weil es so schön ist. Können nichts gegen mich ausrichten. Hoffe ich. Ich bilde es mir ein. Ah. Oh Gott. Okay, einer weniger. Und jetzt auf ihn hier noch. Ganz kurz. Da kommen noch mehr Gegner an. Wow. Okay. Ja, stärker als ich, aber ich bin intelligenter. Hoffe ich. Immer noch nicht. Boah, da hinten die anderen zwei kommen schon immer näher, weißt du? Und da sind noch mehr. Sollst mir nicht ausweichen. Kacke. So. Mist. Mist. Ich kann nichts sehen. Ich find's nicht gut, wenn ich nichts sehen kann. Ich bin sowas von umzingelt.
Das ist gar nicht gut. Und da ist auch noch irgendwo diesen Axtwerfer-Typ. Aua. Okay. So, der geht jetzt hier in seine Schattengestalt über. Soll mir auch recht sein. Das hört aber nicht auf hier an Gegnern, ne? Ist der Wahnsinn. Aufstehen, aufstehen! Ich versuche hier auszuweichen, ne? Aber ich hänge hier in der Ecke, das ist doof. In der Ecke hängen ist echt doof. Ist nicht empfehlenswert. Scheiße. Ja, normal den ganzen Kampf. Ja, lecker. Ich hänge ein bisschen im Boden, wollte ich gerade sagen. Aber nee, jetzt ist gut. Okay. So. Kacke. Nochmal Kacke. Oh. Jetzt ist aber gut hier. Aber wieso sind das? Ist das jetzt nur einer? Vorhin war das immer zwei. Auch von den Schildpuppen und alles. Muss ich jetzt nicht zwingend verstehen, ne? Ich meine, ich bin zufrieden damit. Aber ich verstehe es halt nicht, weißt du? Hab ich eh wie vorhin irgendwas getriggert, dass halt mal zwei davon kommen? Sieht fast so aus. Weil jetzt haben wir auch nicht zwei Henkersmänner. Hä? Das Spiel ist plötzlich aber wesentlich einfacher geworden, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Nächster Kollege. Spieler hat erkannt, ich bin zu scheiße. Wir geben dir mal nicht so viele Gegner. Ich hab keine Ahnung. Kacke. Steh auf! So. Nächster. Arschtritt in die Fresse bei mir anders oder so. Aber nicht jetzt bei mir. Da muss nicht sein. Nee, wirklich nicht. Okay. Ich kann nichts sehen. Das ist doof. Muss auf gut Glück hier blocken. Brauche ich nicht, wenn es auch anders geht. Ist so. Kacke! Mist. Mist! Nicht schon wieder. Klar schaffe ich's. Hoffe ich. Wie viele Gegner sind da? Mindestens drei. Ja, da ist ja noch jemand. Geht's noch? Soviel zum Thema Fokus. Hat gut geklappt. Nicht. Ja, Kacke. Jetzt darf ich nochmal alles machen. Die Brücke des Grauens. Take Nummer 37.